Das ist Lee. Sie kommt aus einem fernen Land in Asien. Ihre Eltern bringen sie am ersten Tag zur Schule. Neugierig und ängstlich steht sie vor dem großen Schulgebäude. Die vielen fremden Schüler bereiten ihr Unbehagen. Die Lehrerin stellt Lee der Klasse vor. Daraufhin kichern und lachen einige Schüler. Am liebsten will das Mädchen im Boden versinken. Während der ersten Hofpause umkreisen die drei Jungs der vierten Klasse das Mädchen und machen sich dabei über ihre Klamotten lustig. Dabei finden sich die drei Jungs besonders überlegen und cool. Da das Mädchen sehr schüchtern ist, schluckt sie ihren Ärger runter und erträgt diese Hänseleien. Wochen vergehen. Die Jungs vergreifen sich mittlerweile sogar an Lees Sachen und zerreißen Hefte und Bücher. Ihre Erlebnisse erzählt sie einer Lehrerin und erhält dafür ungläubige Blicke. Bella aus der vierten Klasse bemerkt diese Vorfälle und beobachtet, wie die Jungs Lee vor dem Schulgebäude drangsalieren. Bella geht während einer Pause zu Lee in den Klassenraum und lädt sie für den Nachmittag auf ein Eis ein. Auf dem Weg zur Eisdiele unterhalten sich beide über die Schule. Bella kann sich gut in die Gefühle von Lee versetzen, da sie früher selbst von anderen Schülerinnen geärgert wurde. Am Straßenrand gegenüber kreuzen die drei Jungs auf und steuern ebenfalls zielstrebig zur Eisdiele. Denn an diesem schönen Tag ist das die perfekte Erfrischung. Als die Jungs die Eisdiele betreten, wird das Mädchen starr vor Angst. So stehen nun alle vor der Eisdiele und es stellt sich heraus, dass Bella die Schwester von Justin und Jason ist. Bella weist ihre Brüder zurecht und verlangt ein sofortiges Ende dieser Ereignisse. Die Jungs bitten Lee um Entschuldigung. Von da an lassen die Jungs Lee in Ruhe und das Mädchen hat eine wirklich gute Freundin gefunden.